Da bist du ja wieder. Grüß dich. Ha, schön, dass du da bist. Und bist du auch ganz gesund? Ja, ganz gesund. Ha, du hast heute eine andere Sorge? Ach so, es wird alles so teuer. Ah, ja, das habe ich auch schon mitgekriegt, dass alles sehr teuer wird gerade und manche Menschen haben richtig Sorge, dass sie sich manche Dinge jetzt gar nicht mehr leisten können. Ja, also ich kann dir jetzt nur von mir erzählen, dass ich einfach viel, viel weniger Sachen brauche als früher. Also früher, da bin ich ganz oft richtig so shoppen gegangen und einkaufen und schauen. Und beim Schauen, da sind dann immer noch mehr Wünsche irgendwie gekommen. Was ich mir kaufen will und was ich gern hätte und was ich unternehmen möchte. Und jetzt, schon viele Jahrzehnte, gehe ich gar nicht shoppen eigentlich. Nein. Also, ja, ich schaue manchmal ein bisschen herum und kaufe spontan vielleicht was Geiles. Aber ich tue eigentlich wenig einkaufen. Und ja, und du weißt, meine Pension ist jetzt nicht so eine große. Ich habe eigentlich eher eine kleine Pension und ich komme jetzt auch nicht aus einem reichen Haus. Aber das Geld, das ich habe, mit dem fühle ich mich ganz reich. Wirklich. Ich habe was gespart und ich habe einfach so dieses Gefühl, dass ich mir alles kaufen kann, was ich mir wünsche. Nein, eigentlich noch mehr. Ich habe wirklich dieses Gefühl, dass ich im Geld schwimme, wie der Dagobert Duck. Der schwimmt ja in seinen Münzen. Aber ich habe wirklich so das, und wenn man an das richtig glaubt, dann ist das so. Weißt du, das ist nur so ein inneres Gefühl und dann hast du immer ausreichend und genug Geld, so dass du sogar überlegen musst, na, was mache ich mit meinem vielen Geld, ja? Was kann ich Schönes machen mit dem Geld, in dem ich da schwimme? Das ist einfach ein Reichtum, eine Fülle und eine Freude. Und dann kannst du einfach alles machen. Oder auch mal eine richtig große Reise oder etwas ganz Luxuriöses. Weißt du, nicht, dass ich jetzt so gern oder so oft was Luxuriöses mache, das ist auch manchmal so ein kleiner Luxus, ja, dass man ein ganz schönes Essen sich macht oder sich wo reinsetzt und einfach was genießt. Und das kann dann schon mal mehr kosten. Und meistens will man das eh gar nicht. Und das, ich glaube, das Geld ist gerne wo man sich drüber freut. Und nicht so, wenn man jetzt sagt, ah, Geld ist schmutzig oder Geld verdirbt den Charakter. Also das, glaubst du das? Ich glaube das gar nicht. Nein, mit Geld kann man sich Wünsche erfüllen, kann man Gutes tun oder kann sich auch vielleicht einmal was ganz was Unsinniges kaufen. Also ich glaube, es geht um so eine gesunde Einstellung zu dem Geld. Und das ist ja egal, wie das ausschaut. Ob das jetzt so Münzen sind, in denen der Dagobert badet, oder Geldscheine oder Plastikgeld oder Zahlen wo auf einem Konto. Also ich kann nur sagen, mir tut's gut, dass ich eine gute Einstellung habe zu dem Geld und mir einfach immer wieder eine Freude mache. Genau.
Ja, du sagst, viele haben zu wenig Geld oder haben Sorge, oder dass sie keine Pension kriegen. Ja, was soll man das sagen? Das verstehe ich natürlich, diese Sorgen, aber die Sorgen, das hilft uns gar nicht. Es ist wichtig, dass wir immer auch im Jetzt sind. So, was kann ich jetzt? Wie kann ich das jetzt lösen? Kann ich mir das jetzt kaufen? Und wenn ich jetzt das Geld nicht habe, zum Beispiel für das Auto, ja, oder für das neue Haus, dann kaufe ich das halt erst in ein paar Jahren oder gar nicht. Also das kommt für mich nicht in Frage, dass ich dann mir Geld ausborgen muss, um irgendwas zu kaufen. Dann habe ich das lieber nicht. Und kann aber ruhig schlafen. Dann habe ich das halt nicht. Das ist ganz einfach. So viel Geld ist da, so viel kann ich ausgeben. Und wenn ich es nicht habe, dann gebe ich es nicht aus. Achso, du meinst, das ist schon eine altmodische Einstellung. Ja, sicher. Ich bin ja auch die alte Tante. Ja. Also du hast schon trotzdem da kein so gutes. Ja. Was machen wir da? Weißt du, ich kann auch nur sagen, wie ich es halt tue. Also ihr wollt einen Kredit aufnehmen. Ja, du, wenn das für euch so passt, dann macht ihr das ganz einfach so. Das sicher. Jeder macht das ein bisschen anders. Und ich glaube, zurzeit ist es auch nicht so teuer. Aber ich verstehe ja nicht wirklich. Weißt du, ich habe nur so, wie ich halt tue, gell, mit dem. Ja. Na, du berichtest mir dann beim nächsten Mal, ob sie euch so entschieden haben. So machen wir das. Du dann ein Pussy und ich vertraue dir, du machst alles so gut und so richtig, weil du bist wirklich so eine sehr kluge junge Frau. Ja, dann.